Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Ich freue mich, dass Sie trotz diesem sehr schlechten Wetter gekommen sind. Der Frühling lässt wirklich auf sich warten. Aber vielleicht können wir den in unserem Herzen erwecken. Ja? Wir sind immer noch mit derselben Lehrrede beschäftigt, ohne Übung kein Fortschritt. Und es handelt sich um den edlen achtfachen Pfad, den wir besprechen. Der das letzte Erleuchtungsglied von den 37 ist, der hier erwähnt werden, der edle achtfache Pfad, das besteht aus 8 Teilen, ist wohl deutlich genug. Und im Prinzip kann man sagen, dass der edle achtfache Pfad die Kernsubstanz der Lehre ausmacht. Es ist so im Telegrammstil gehalten, der edle achtfache Pfad, und wird auf allen Ebenen, in allen Richtungen wieder neu erklärt, in anderen Lehrreden. Aber es ist der Kernsubstanz. Und es ist die vierte von den 4 edlen Wahrheiten, die der Buddha bei seiner Erleuchtung erkannt hat. Es ist sozusagen seine Erleuchtungserklärung. Und es ist auch die erste Lehrrede, die er je gegeben hat. Die heißt auf Pali die Dhammacakkappavattana Sutta. Und das bedeutet, das Rad des Dhammas zum Rollen zu bringen. Das Dhammarad ist sozusagen ein Symbol für die Dhammalehre. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass das Dhammarad heute noch rollt. Es ist vorhanden, die Lehre ist vorhanden. Und man kann sich ihr nähern durch Wort und Schrift. Aber das genügt nicht. Das ist nur der Anfang. Durch Wort und Schrift sich ihr zu nähern, ist die Möglichkeit der Information und des Wissens. Wenn man das bekommen hat, dann ist der nächste Schritt, dass man sich eher im Herzen nähert. Dass man sich selbst untersucht, ob diese Lehre einem erstens einmal helfen kann und zweitens mal, ob man sie braucht. Braucht zum Glücklichsein. Wenn man feststellt, dass man sie nicht braucht, dann wird man sich wohl nicht weiter um sie kümmern. Wenn man feststellt, dass man sie braucht, dann muss man sie auch gebrauchen. Und dann muss man sie tagtäglich gebrauchen. Immer wieder. Und dieses Gebrauchen bedeutet, dass man das versucht, sein Benehmen und seine Ansichten und seine Reaktionen in dem Dhamma zu verankern. Ich habe weiter Bronchitis. Es ging zu machen im Moment. Wir haben von den ersten 2 Schritten in dem achtfachen Pfad bereits gesprochen. Die rechte Ansicht oder rechte Erkenntnis ist vielleicht ein besseres Wort. Und die rechte Gesinnung, die rechten Absichten. Diese rechte Erkenntnis und die rechte Gesinnung sind sozusagen der Anfang und auch das Ende. Aber als Anfang machen sie es möglich, dass man die anderen Schritte des Pfades überhaupt erst einmal unternehmen kann. Denn ohne rechte Erkenntnis und ohne rechte Gesinnung wird man es wohl nicht tun. Es gehört eine ganze Menge Selbsterkenntnis dazu, was auch rechte Erkenntnis ist. Diese Selbsterkenntnis ist das Schwierigste. Das Allerschwierigste, weil wir so an uns selbst gewöhnt sind. So haben wir es immer schon gemacht. So haben wir die ganze Zeit schon reagiert. Und es ist ein gewohnheitsmäßig und es ist bequem. Man muss sich nicht bemühen. Man macht es immer schon so. Aber es ist nicht nur das, es hat noch einen Punkt in sich,
der sehr schädlich ist. So wie wir im Allgemeinen reagieren, ist auf und wie wir denken und auch handeln, ist aufgebaut auf unserer Unterstützung unserer Ich-Illusion. Ich bin so. Ich bin gesellig oder ich möchte lieber allein sein. Ich bin klug oder dumm, intelligent. Ich habe gewisse Fähigkeiten oder mir fehlen gewisse Fähigkeiten. Alles Ansichten, die gewohnheitsmäßig unser Benehmen prägen. Und wir glauben damit, unser Selbst zu befestigen, ihm eine festere Position zu geben. Irgendwo muss es sich festhalten. Dann hält es sich sehr oft an Dummheiten fest. An so viel Dummheiten, die uns das Leben schwer machen. Im Allgemeinen sind das ein nichts anderes wie gewohnheitsmäßige Denkmuster, die uns es ermöglichen, dieses Ich, dieses vermeintliche Ich, irgendwo hinzustellen, zu sagen, so, das ist es. Und dann haben wir noch eine Idee, die bei denen hochkommt oder bei manchen von denen hochkommt, die wirklich praktizieren wollen. Dem Ich soll es etwas besser gehen. Dem geht es nicht so gut. Also soll es praktizieren. Also soll es andere Annehmlichkeiten noch dazu bekommen. Ein bisschen angenehme Meditation und ein bisschen vernünftigere Ansichten. Aber es nützt alles nichts. Es ist eine neue Ich-Befestigung. Es hat es also jetzt etwas angenehmer und hat überhaupt nichts aufgegeben. Der Weg, der zur rechten Erkenntnis führt, die am Ende des Pfades steht, ist der Weg des Loslassens. Dann reden sich manche Menschen ein, dass sie schon losgelassen haben, weil sie nicht mehr ganz genau dasselbe machen wie vorher. Aber losgelassen haben wir erst, wenn die Vergänglichkeit und die Substanzlosigkeit uns vollkommen durchdringen. Und so durchdringen, dass unser Benehmen überhaupt nicht mehr anders sein kann. Und das ist der zweite Teil des achtfachen Pfades, das Benehmen. Die Tugend. Rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb. Und den gibt es auf zwei Arten, diese drei Dinge. Die gibt es auf die Art, dass wir uns bemühen. Wir bemühen uns, rechte Rede, rechte Handlung, rechten Lebenserwerb. Und es gibt auch die Art, wo wir effektiv losgelassen haben von unserer Ich-Behauptung, wer wir sind, sein wollen, sein werden, wenn wir glauben zu sein, im Gegensatz zu allen anderen, vorzugsweise was Besonderes. Und wenn wir das aufgegeben haben, dann gibt es keine Bemühung mehr. Dann ist es selbstverständlich, dass rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb daraus entstehen. Dieser Unterschied ist der Unterschied zwischen dem weltlichen und dem überweltlichen Pfad. Bei dem überweltlichen Pfad kommt es zu den Erleuchtungsgliedern, kommt es zu dem Moment, wo ein Erleuchtungserlebnis möglich ist. Aber ohne den weltlichen Pfad gegangen zu sein, die Bemühung gemacht zu haben, ist es nicht möglich, dieses Überweltliche zu erreichen. Wenn es uns klar geworden ist, dass in der Welt das, was wir suchen, nicht zu finden ist, dann müssen wir anfangen loszulassen. Aber nicht
von unseren Verpflichtungen. Das wäre ein heller Wahnsinn. Und nicht von unseren, von den Dingen, die wir erledigen müssen. Und nicht davon, dass wir im Leben ein normales Leben führen, sondern wir müssen loslassen davon, oder anfangen jedenfalls loszulassen, dass wir daran glauben, dass wir jemand Besonderes sind. Und einmal erkennen, wie wir hineinpassen in die ganze Natur der Dinge und nicht herausstechen. Das ist eines der schlimmsten Fehler, die wir machen können. Wenn wir glauben, wir stechen heraus, wir sind was anderes. Im Moment, wo wir glauben, wir sind was anderes, ist jeder anders von uns. Und jeder, der anders von uns ist, ist nicht nur bedrohlich, sondern auch nicht ein Teil der Schöpfung, zu der wir gehören. Und solange wir das machen, können wir überhaupt nicht loslassen. Wir können immer nur wieder uns selbst behaupten. Und das wird im Allgemeinen gemacht. Auf irgendeine Art und Weise. Wie immer die Art und Weise sei, man versucht, sich selbst zu behaupten. Bei dieser Selbstbehauptung ist es dann nötig, diesen Weg der Tugend, der Moral, den zweiten Teil des Achtbahnpfades, als Bemühung zu benutzen. Je mehr wir uns damit bemühen, desto mehr können wir uns läutern. Je mehr wir uns läutern, desto mehr Möglichkeiten finden wir, um einmal die Illusion zu erkennen, in der wir leben. Es ist nur darum schwierig und problematisch, in den menschlichen Beziehungen überhaupt auf der ganzen Welt, in den zwischenmenschlichen, zwischen Nationenbeziehungen, weil jeder einer Illusion hinterherläuft, die nicht zu finden ist. Die wenigsten Menschen kommen dahinter, hinter die Illusion. Es bedarf ziemlicher, starker Bemühung. Und diese Bemühung ist nicht in dem Alleinsein oder in einem sich abwenden von den Menschen zu finden. Diese Bemühung ist gerade mit Menschen in unserem Alltag zu finden. Denn wann soll denn rechte Rede stattfinden? Wenn wir allein in einer Höhle sitzen, dann müssen wir allerdings Selbstgespräche halten. Ich meine, das macht man ja auch, Selbstgespräche halten. Aber es ist absolut nicht ausschlaggebend. Denn im Allgemeinen geben wir uns selber recht. Dass wir mit uns selbst große Argumente haben und eventuell mal loslassen müssen, kommt selten genug vor. Also es handelt sich, weiß Gott, nicht hier um Selbstgespräche. Es handelt sich um die rechte Rede miteinander. Und dieses Miteinander ist der springende Punkt. Wir leben nicht allein. Wir können gar nicht allein leben. Ist unmöglich. Unsere Nahrung, unsere Kleidung, unsere Wohnung, unsere Straßen, alles, was wir benutzen, alles wird von anderen Menschen hergestellt und wir sind absolut abhängig davon. Viel mehr heute noch als früher, aber immer schon. Und dieses Miteinanderleben, und das sind nicht nur die paar Menschen, die bei einem im Haus leben, obwohl natürlich das ein wichtiger Punkt ist, es sind alle Menschen, mit denen man zusammenkommt. Was bedeutet rechte Rede? Rechte Rede wird vom Buddha sehr häufig erwähnt, auf vielen Ebenen. Es wird zum Beispiel etwas gesagt, was sehr wichtig sein kann, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt und glaubt, man weiß besser. Und wer glaubt das nicht? Je länger man sich bemüht hat, desto besser glaubt man zu wissen, was nicht immer der Fall ist.
Und was auch zum Beispiel auch gerade zwischen Erwachsenen und Kindern sich abspielt. Erwachsene glauben immer, sie wissen besser, nur weil sie ein bisschen größer sind. Das stimmt überhaupt nicht. Aber es kommt auch sehr häufig vor, dass man einfach glaubt, besser zu wissen, wo man sich eingeredet hat. Man weiß alles besser. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder man weiß alles besser in einem gewissen, auf einer gewissen Ebene, in einem gewissen Fach. Man weiß zum Beispiel alles besser übers Dhamma vielleicht, weil man schon mehr darüber gelesen hat, was man sich gerade ausgedacht hat. Der Geist ist ein Zauberkünstler. Der denkt sich so viel Zeugs aus, es ist unglaublich. Wenn Sie einen Moment mal daran erinnern, was Sie seit heute Morgen gedacht haben, wird Ihnen sofort klar, dass Sie sich erstens mal nicht erinnern können und zweitens mal, dass es derartig viel war und derartig unwichtig, dass alles schon wieder vorbei ist. Alles weg. So geht der Geist mit sich um. Man kann ihn natürlich auch anders behandeln, aber dazu muss man schon viel üben. Die rechte Rede untereinander, vor allen Dingen, wenn man glaubt, man weiß besser. Und da hat der Buddha folgendes Formel für gegeben. Wenn man etwas weiß, was man glaubt, das einem anderen hilfreich sein kann und es ist unwahr, soll man es nicht sagen. Und wenn man glaubt, dass man etwas weiß, was einem anderen hilfreich sein kann, aber es ist verletzend, dann soll man es auch nicht sagen. Wenn man glaubt, dass man etwas weiß, was einem anderen hilfreich sein kann und es ist wahr, dann soll man auf den richtigen Moment warten. Das heißt also, man kann nur einem anderen etwas sagen, wenn man erstens einmal nur ein Gefühl der Liebe und des Mitgefühls für den anderen hat. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich hinzustellen, zu sagen, so ist es und ich weiß es so, sondern nur mit Liebe und Mitgefühl. Nur dann kommt die Rede an. Wenn man es nur sagt, um etwas in Ordnung zu bringen, dann kommt es überhaupt nicht an. Das heißt also, man muss auf den richtigen Moment warten. Und der richtige Moment ist auch dann, wenn der andere gewillt ist, zuzuhören. Was auch nicht immer der Fall ist. Viele Menschen, sagt, wie man so schön sagt, sitzen auf ihren Ohren. Vor allem, wenn es darum geht, dass man etwas eventuell anders machen könnte, als man bis jetzt gemacht hat. Das ist eine von den vielen Dingen, die er über Reden gesagt hat. Er hat außerdem noch gesagt, dass wenn wir unsere Gedanken in Schach halten, wir auch unsere Rede rein sein wird. Das heißt also, wir können nicht einfach denken, was immer gerade kommt, und dann hoffen oder glauben, dass die Rede in Ordnung ist. Es hilft auch nichts, so nur zu denken und zu sagen, na, dann sage ich gar nichts. Auch das hilft überhaupt nichts. Denn was wir denken, sind wir. Und das kommt ganz deutlich zum Ausdruck. Wir haben nicht nur die Worte als Kommunikation. Wir haben Körpersprache, Ton der Stimme, Gesichtsausdruck und das Gefühl, was hinter den Worten steht, was bedeutend stärker ist als die Worte selber. Wir nennen Worte wie Finger, die zum Mond zeigen, aber sie sind auf keinen Fall der Mond selbst. Wir können uns mit Worten irgendwie verständigen, aber es wird auch sehr viel missverständigt. Wir hören nämlich seltsamerweise genau das, was wir erstens einmal hören wollen. Und wenn das negativ ist, was wir hören, dann wollten wir es negativ hören. Und zweitens einmal hören wir das, was wir selber schon gedacht haben. Und was der andere sagt, hören wir gar nicht. Und daher kommen unendlich viele Missverstände
in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so sollte eine Kommunikation zwischen Menschen darauf aufgebaut sein, zu verdeutlichen, was wirklich gemeint ist. Und dazu kommt noch etwas. Man sollte versuchen, nicht immer nur von Kopf zu Kopf zu reden, sondern von Herz zu Herz. Man sollte die Worte benutzen, die herzlich sind. Und nicht nur darauf warten, dass jemand Geburtstag hat oder dass Weihnachten kommt. Sondern sie immer benutzen oder jedenfalls so oft wie möglich. Wenn man von Herz zu Herz mit Menschen spricht, so spricht man über die eigenen Gefühle und nicht über die Gefühle des anderen. Man erzählt von sich. Und wenn man ehrlich von sich selbst erzählt, kann man darauf bauen, dass der andere auch ehrlich ist oder auf jeden Fall eines Tages wird. Und wenn er es nicht sein will, nicht ehrlich über sich sprechen will, dann wird er wohl nicht mehr mit einem reden. Denn diese Ehrlichkeit, die von einem Menschen ausgeht, ist ansteckend. Die ist ansteckend und berührend. Wenn man nicht berührt werden will, dann wird man sich abwenden. Man sollte also ganz deutlich sein eigenes Benehmen mal untersuchen, um zu sehen, wie man auf die Reden und die Unterhaltung und die Reaktion zwischen Menschen reagiert. Was dafür Gefühle in einem hochkommen. Nun gibt es Menschen, die von ihren Gefühlen weit entfernt sind. Die müssen lernen, ganz nah zu kommen. Andere sind sowieso nah. Die sind so nah, dass sie ständig nur mit ihren Gefühlen beschäftigt sind und die analytische und logische Klarheit dabei vollkommen verlieren. Beides sind Extreme, die ich da genannt habe. Beides funktioniert nicht. Das eine ist emotionelles Leben, was sehr schwierig ist, was ständig mit Schwierigkeiten verbunden ist, weil ja nichts genau so viel geschieht, wie wir es uns wünschen. Und das andere Extrem, ist ohne die Vernunft walten zu lassen. Wir brauchen beides. Wir brauchen unsere Emotionen, wir brauchen unsere Vernunft. Die Vernunft sagt uns, was recht ist. Aber die Emotionen, die Gefühle müssen mitspielen. Denn nur nach der Vernunft zu leben, das kann keiner. Bei jedem spielen die Emotionen eine Riesenrolle. Und man versucht, die entweder zu unterdrücken oder nicht wahrhaben zu wollen oder überhaupt nicht weiß, wo sie sind, was sie sind, dann ist das wie man einen Ballon auf der einen Seite eindrückt und auf der anderen Seite zerplatzt er. Das geht einfach nicht. So dass wir, da wir Geist und Herz haben, beides benutzen müssen. Und unsere Rede ist darauf angewiesen, was wir denken und empfinden. Nun gibt es natürlich Situationen, in denen es nur ums aufs Denken ankommt. Beim Lebenserwerb zum Beispiel. Wenn wir etwas machen müssen, was gut ausfallen soll. Aber bei unseren Beziehungen zu anderen Menschen muss immer das Gefühl mitspielen. Und was für ein Gefühl wäre das, was da mitspielen soll? Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Nicht ein Gefühl des Besonderssein. Nicht ein Gefühl, anders zu sein, sondern ein Gefühl, gleich zu sein. Miteinander zu sein. Nur so haben wir überhaupt eine Hoffnung, auf diesem kleinen Planeten einmal zusammen zu leben. Wenn wir uns aus der Gemeinschaft der Familie der Menschheit entfernen,
auf irgendeine Art und Weise, indem wir nichts mit dir zu tun haben oder wenig oder uns möglichst raushalten, so haben wir das Familiengefühl für die Menschheit verloren. Die meisten Menschen haben es verloren. Wir haben ein Familiengefühl für die Menschen, mit denen sie verwandt sind, mit denen sie zusammenleben. Und auch da bestehen die größten Schwierigkeiten. Aber ein Familiengefühl für die ganze Menschheit existiert überhaupt nicht. Es besteht noch nicht mal ein Familiengefühl für eine Nation, geschweige für die ganze Menschheit. Und dennoch, wenn wir uns die Menschen anschauen, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Religionen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Farben, im Prinzip alle gleich. Jeder will inneres Glück und inneren Frieden. Was unterscheidet uns von ihnen? Nichts. Überhaupt nichts. Nur unsere Ego-Illusion, die sich darstellt als was Besonderes. Und mit dieser Illusion machen wir uns auch die rechte Rede zu einer großen Schwierigkeit. Rechte Rede bedeutet natürlich nicht lügen, das ist klar. Und das wissen wir seit unserer Kindheit. Aber bei diesem achtfachen Pfad ist es noch viel stärker betont. Es bedeutet nicht übertreiben und nicht untertreiben. Und es bedeutet auch, diese kleinen gesellschaftlichen Lügen nicht zu benutzen, die man darum benutzt, weil es einem vielleicht einfacher erscheint. Einfacher erscheint, als ehrlich zu sein. Und man vielleicht glaubt, man hat keine großen Schwierigkeiten dann mit den Menschen. Aber in Wirklichkeit hat man Schwierigkeiten mit sich selber. Ehrlichkeit braucht nicht anklagend zu sein. Im Gegenteil, sie sollte es nicht sein. Ehrlichkeit ist einfach und alleine ein wahrheitsgetreues Bild zu erkennen in sich und das auch, wenn dazu von die Rede ist, auszusprechen, ohne davor Angst zu haben, dass man nicht geliebt wird. Wenn wir selber in der Lage sind zu lieben, brauchen wir keine Angst mehr zu haben, nicht geliebt zu werden. Ganz einfach. Die wenigsten Menschen auf der Welt kommen dahinter. Wenn wir selber lieben, brauchen wir nie mehr Angst zu haben, nicht geliebt zu werden. Wenn uns jemand nicht liebt, und das wird immer der Fall sein, auch der Buddha ist nicht von jedem geliebt worden, und Jesus schon gar nicht. Das ist dessen Verlust, des Menschen, der nicht liebt, ist nicht unser Verlust. Wenn man also die Wahrheit nicht sagt, wenn man dann glaubt, nicht geliebt zu werden, ist das nichts anderes wie ein Mangel an eigener Liebe. Und wem hilft man damit, wenn man die Wahrheit nicht sagt, sondern irgendwelche Umschreibungen macht? Keinem. Man handelt so mehr wie ein Zeitungsreporter. Man handelt nicht von einer menschlichen Ebene aus, wo eine Zusammengehörigkeit und eine Liebesfähigkeit manifestiert werden könnte. Ehrlichkeit in allen Dingen, auch bei den Kleinsten, ist das, ist die Anforderung, die hier gestellt wird. Das kann man lernen. Die meisten Menschen müssen es lernen, weil es man nicht automatisch das so macht. Die kleinste Kleinigkeit soll noch in dem Rahmen der absoluten Wahrheit sich bewegen. Die absolute Wahrheit ist nur so weit für uns erkenntlich, wie wir sie bereits schon erfahren haben. Das heißt also, dass unsere Rede immer darauf aus sein wird, was wir in uns erfahren haben. Wenn uns jemand langweilt mit seiner Rede, so liegt das wahrscheinlich daran, dass das, was er erzählt, wir sowieso schon wissen. Wir können uns aber trotzdem zuhören und sehen, ob da
eventuell eine Möglichkeit besteht, mit dem Menschen näher zu kommen von Herz zu Herz, indem man über seine Gefühle spricht. Es ist eine besonders westliche Eigenschaft, nicht über seine Gefühle zu sprechen, außer man geht zum Therapeuten. Das muss ja nun nicht sein. Wir können ja über unsere Gefühle sprechen, auch mit unserem Nächsten, mit dem wir uns unterhalten. Und nur das ist interessant. Alles andere können wir nachlesen. Ist uninteressant. Aber die Gefühle eines anderen, die können wir nicht nachlesen. Die sind ganz eigen, diesem eigenen einen Menschen. Und wenn er uns, sich uns ehrlich und offen anvertraut, so ist es eine schöne Gabe, die wir dann auch ihm zurückgeben können, indem wir auch offen und ehrlich sind. Ein edler Freund ist das Wichtigste im spirituellen Leben, hat der Buddha gesagt. Ein edler Freund ist ein Mensch, zu dem man volles Vertrauen haben kann. Volles Vertrauen, weil man weiß, dass er einen nicht von hinten überfällt mit irgendwelchen Anklagen, dass er nicht über einen schlecht sprechen wird, wenn man nicht dabei ist, dass er versucht, einen zu verstehen, und wir natürlich dasselbe tun, auch versuchen, diesen Menschen zu verstehen, auf einer Ebene, die nicht immer verbal sein kann. Die verbale Ebene ist begrenzt. Wir können nicht alles verbal äußern, was wir empfinden, aber vieles. So dass wir, wenn wir einen edlen Freund haben oder haben wollen, ein edler Freund sein müssen. Und diese Offenheit und Ehrlichkeit über die eigenen Gefühle initiieren können. Und nicht uns abseits stellen und anders sein wollen. Ein spiritueller Pfad ohne einen edlen Freund, hat der Buddha gesagt, ist eine Unmöglichkeit. Allein schaffen wir das nie. Wir müssen jemanden haben, mit dem wir uns aussprechen können. Und aussprechen bedeutet nicht anklagen. Aussprechen bedeutet nicht nur das zu erwähnen, was einem nicht gefällt. Sondern aussprechen bedeutet aus dem Herzen sprechen. Bei der rechten Rede ist viel, auch natürlich eine, nicht nur eine Gewohnheit, sondern auch eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit, sich deutlich auszudrücken über das, was einen bewegt. Jeder, der das will, kann es. Sich deutlich ausdrücken über das, was einen wirklich bewegt. Nicht, was man weiß, und nicht, was man erfahren will, wissen will, und nicht, was man schon alles gemacht hat, sondern was einen wirklich innerlich bewegt. Das ist eine Rede, die nicht nur interessant ist, sondern die uns auch auf der spirituellen Ebene weiterhilft, weil wir sehr häufig durch das Aussprechen größere Klarheit über uns selber bekommen. Was vorher vielleicht ein vages Erkennen war, wird durch die Worte klarer. Daher ist es äußerst wichtig, sich mit einem edlen Freund aussprechen zu können. Aber rechte Rede bezieht sich nicht nur auf einen edlen Freund, sondern es bezieht sich auf alle Kommunikationen zwischen den Menschen. Und wenn wir diese Kommunikation zwischen den Menschen auf reinen Gedanken, auf liebevollen Gefühlen aufbauen würden, dann würden wir viel weniger Schwierigkeiten in Familie und im Beruf und überhaupt in den zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Wenn es auf reinen Gefühlen und reinen Gedanken aufgebaut ist, was kann da schiefgehen? Gar nichts. Aber es ist eben aus einer Mischung aufgebaut. Aus einer Mischung, die durchwachsen ist, von Ich-Behauptung, Ich-Wünschen, Begierden
und auch dem, auf der anderen Seite, der Hilfsbereitschaft und dem, der Zusammengehörigkeit. Diese durchwachsene Mischung macht es äußerst schwierig, dann einmal klar sich selbst zu erkennen. Rechtes Erkennen ist in erster Linie am Anfang des Pfades Selbsterkenntnis. Und dieses rechte Erkenntnis und die rechte Gesinnung, diese ersten beiden Schritte auf der Weisheitsebene, sind die Ursachen dafür, dass wir die nächsten Schritte besser tun können, die rechte Rede, und dann kommt das rechte Handeln. Das rechte Handeln ist natürlich auch auf unseren Gedanken aufgebaut. Und was ist das rechte Handeln? Vor allen Dingen ist es die Einsicht, dass wir die Eigentümer unseres Karmas sind. Dass das, was wir denken, sagen und tun, auf uns wie ein Bumerang zurückkommt. Das können wir erstens einmal überhaupt akzeptieren. Aber das ist nicht nötig. Wir können es uns mal anschauen. Können wir in unserem Leben Situationen feststellen, wo wir eine bestimmte Handlung unternommen haben, die für unser ganzes weitere Leben ausschlaggebend war und entweder Gutes oder Schlechtes gebracht hat? Und wenn wir das erkennen können, und im Allgemeinen können wir es nur an großen Handlungen erkennen. Die kleinen, die gehen so einfach mit. Aber sollten wir es an einer großen Handlung erkennen können, dann wird es uns möglich sein, diesen Boomerang-Effekt zu verstehen. Weil alles, was wir denken, sagen und tun, kommt nur auf uns selbst zurück. Wer sonst soll es bekommen? Und wenn wir noch so viel auf einen anderen schimpfen, wer schimpft? Doch nur wir. Ob der andere dann auch wieder anfängt zu schimpfen, ist seine Sache. Oder ob er sich abwendet oder ob er es versucht auszuglätten, ist alles die Sache des anderen. Alles, was wir denken, sagen und tun, ist unseres. Und wenn uns das einmal klar geworden ist, dann werden wir bestimmt vorsichtiger werden. Nicht unterdrücken. Nicht einfach so tun, als ob wir hätten ja gar keine schlechten Gedanken. Das kann nur ein Erleuchteter von sich sagen. Wir hätten ja gar keine falsche Rede. Wir hätten ja gar keine falschen Handlungen. Das kann nur ein Erleuchteter sagen. Sondern einmal erkennen, dass wir uns nur selber schaden und alles viel mehr untersuchen, viel vorsichtiger sein. Es ist so, wenn wir auf einer Straße gehen zum Beispiel, wo viele Löcher sind, so werden wir sicher diesen Löchern aus dem Weg gehen. Denn wir sind vorsichtig und wollen uns nicht einen Fuß verknacksen oder ein Bein brechen oder hinfallen oder schmutzig werden. Wir sind sehr vorsichtig. Mit was? Mit dem Körper. Die Straße des Lebens ist mit vielen Löchern versehen, in die wir ganz einfach mit unseren Gedanken hineinfallen können. Vor allen Dingen, wenn wir es noch nicht gemerkt haben, dass da Löcher sind. Und das ist viel schmerzhafter als ein verstauchter Fuß. Viel, viel schmerzhafter. Da kommt überhaupt keine Freude mehr hoch, wenn wir oft genug hineinfallen. Und diese Löcher sind überall. Und zwar sind sie vor allen Dingen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zu finden. Sie sind sozusagen die Fallen, denen wir vorsichtig und behutsam aus dem Weg gehen können. Wir müssen nicht in diese Löcher hineinfallen. Aber im Allgemeinen tun wir es überhaupt ohne hinzuschauen. Machen einfach, was gerade kommt.
und denken einfach, was gerade kommt. Wenn wir aber uns überlegen, und das ist weises Erwägen, der Buddha hat das viele Male erwähnt, auf Pali Yoniso Maniskara, weises Erwägen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Um was geht's mir eigentlich? Bin ich eigentlich dabei, die Illusion meiner Ich-Behauptung zu untersuchen, oder bin ich dabei, sie zu verstärken? Darum geht's eigentlich. Um diese beiden Extreme. Will ich sie untersuchen? Meisten Menschen nein. Will ich sie verstärken? Meisten Menschen ja. Und wie verstärke ich sie die ganze Zeit? Anschauen, erkennen. Und wenn wir diese Dinge in uns selber einmal bemerken und verstehen, dann wird es viel leichter sein, die Handlungen, aus denen unser Leben besteht, und besteht aus vielen kleinen Handlungen. Wenn Sie einmal an diesen heutigen Tag zurückdenken, da hat wahrscheinlich keiner irgendetwas Welterschütterndes getan. Man hätte wahrscheinlich schon davon gehört inzwischen. Jeder hat viele kleine Handlungen gemacht. Wozu waren die alle? Waren die, um nur am Leben zu bleiben? Oder waren die, um hilfreich zu sein? Oder waren die, um das Dhamma besser zu verstehen? Die Lehre, das Naturgesetz? Oder wozu waren diese Handlungen? Oder waren die einfach automatisch, instinktiv, gewohnheitsmäßig? Um was geht's? Wenn Sie nur zum Überleben waren, dann ist es ein verlorener Tag. Das schafft keiner. Nur überleben. Und einen Tag zu verlieren aus einem Menschenleben ist ein Jammer. Die Menschenleben sind sehr kurz. Wir können es nicht erlauben, auch nur einen Tag vollkommen zu verlieren. Wir können uns immer daran erinnern, dass heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Wie lange der Rest meines Lebens ist, weiß keiner. Was kann ich an diesem einen Tag tun, was über die Überleben hinausgeht? Wo kann ich ansetzen, um hilfreich zu sein? Wo kann ich ansetzen, um das Dhamma in mir zu verwirklichen? Was kann ich tun? Es ist sehr zweckmäßig, sich mal am Abend hinzusetzen und Bilanz zu ziehen. Kann man schriftlich machen. Was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Und wenn man merkt, dass man so gut wie gar nichts gemacht hat, und das bedeutet nicht, dass man nicht gegessen hat und sich gewaschen hat und das Haus in Ordnung gebracht hat und seinem Beruf nachgegangen hat, sondern dass man so gut wie gar nichts gemacht hat, was auf einer anderen Ebene liegt, dann kann man sich mal neu orientieren. Neue Orientierung ist das, worum es geht, wenn man den spirituellen Pfad verfolgen will. Eine total neue Orientierung. Die alte Orientierung, die jeder hat, kann es nicht gewesen sein. Denn dann wären wir längst schon mindestens bei dem ersten Schritt der Erleuchtung gelandet. Und die Erleuchtung bedeutet ein Freiheitsgefühl. Das ist auch etwas, wonach wir uns ausrichten können. Dass wenn wir rechte Rede mit anderen und rechtes Handeln gehabt haben, dass wir uns beschwingt fühlen, leicht fühlen, dass da ein gewisses inneres Freudegefühl ist, nicht etwas Euphorisches, sondern nur ein etwas leichteres Gefühl. Und das Gegenteil, man fühlt sich beschwert, wenn man den ganzen Tag nur an seine Geschäfte gedacht hat. Es ist beschwerend. Und es ist auch verwirrend.
weil es gibt zu viele Meinungen darüber, wie man die persönlichen Geschäfte am besten erledigen kann. Im Allgemeinen hat jeder eine andere Meinung. Aber wenn man daran denkt, was man außerhalb von diesen Dingen machen könnte, es wirkt erleichternd. Man fühlt sich auch fröhlich dadurch. Die Negativitäten fallen von einem viel leichter ab. Der dritte Teil von diesem Tugendteil oder moralischen Benehmen ist der rechte Lebenserwerb. Und der wird vom Buddha extra noch einmal erklärt und auch betont, weil man sich ja den ganzen Tag oder jedenfalls eine lange Zeit am Tag damit beschäftigt und daher davon beeinflusst wird. Und der rechte Lebenserwerb ist sozusagen ganz einfach festzustellen, dass wenn man in seinem Lebenserwerb keine der fünf Tugendsregeln bricht, dann kann man annehmen, dass der Lebenserwerb richtig ist. Tugendsregeln, keine Lebewesen töten, nichts nehmen, was einem nicht gegeben wurde, keinen sexuellen Missbrauch zu vermeiden, Lügen und grobe Worte und das Hintertragen vermeiden und keine Drogen und keinen Alkohol auch vermeiden. Und natürlich gehört dazu, dass man auch andere zu diesen Dingen nicht anspornt. Und da geht es mit dem Nicht-Lügen so weit, dass man natürlich genau aufpassen muss, ob man in dem Lebenserwerb gewisse Dinge sagen oder schreiben muss, die dazugehören, die aber garantiert nicht stimmen, sondern die nur darauf aus sind, dass die Industrie oder wo man beschäftigt ist, dass die besser dastehen. Und man ist also genau untersucht, diese fünf Tugendregeln, und sich davon fernhält, in seinem Lebenserwerb sie zu unterstützen, dass da irgendetwas geschieht, was in diesen fünf Tugendregeln als nicht hilfreich angesehen wird, dann kann man davon ausgehen, dass es ein guter Lebenserwerb ist. Der Buddha hat viele verschiedene Berufe genannt, die man nicht ausüben soll. Viele davon gibt es heute gar nicht mehr. Dafür haben wir eine Menge andere. Das muss man auch genau untersuchen. Da ist mir einmal eine Geschichte erzählt worden, und obwohl sie vollkommen unwahrscheinlich klingt, habe ich sie dennoch geglaubt. Denn derjenige, der sie mir erzählt hat, war vollkommen glaubwürdig. War ein englischer Mönch, der schon lange Jahre Mönch war und der diese Geschichte selber erlebt hat. Und sie ist total unglaubwürdig und dennoch war es mir klar, dass er das so erlebt hat. Und zwar hat die Geschichte in Kalimpong gespielt, das ist im Norden Indiens, ganz nördlich. Und dort war er bei einer Familie. Und diese Familie war, der Vater war Schlächter und hatte vor allen Dingen Schweine als geschlachtet und Schweinefleisch verkauft. Und als er dann über 70 war, hat er dieses Geschäft an seinen Sohn vererbt. Und dann eines Tages war der alte Mann zu Hause und ging auf alle Viere nieder und sprach kein Wort mehr, sondern hat gegrunzt und hat sein Essen nicht, also wollte sich nicht mehr an den Tisch setzen zum Essen, sondern hat eine Schale auf den Boden verlangt, also bekommen, und hat daraus
nicht mit den Händen gegessen, sondern sich in die Schale hineinbegeben. Also er hat sich benommen wie ein Schwein und hat alle Anzeichen dafür gegeben, dass er so sich benimmt. Es war dem Mensch ganz klar, dass das eine Zeichen war für seine zukünftige Wiedergeburt. Er ist auch ganz kurz danach gestorben. Also vielleicht hat er noch 2 Tage so gelebt. Eine total unwahrscheinliche Geschichte und möchte sagen unglaubwürdig, aber der Mensch, der sie erzählt hat, war total glaubwürdig. Und er hat es auch noch sehr deutlich ausgemalt, weil er es ja selber erlebt hat. Und hat das sozusagen als Geschichte erzählt für die Resultate, die man aus seinem Lebenserwerb bekommt. Es ist hat sogar den Namen der Familie genannt, der mir inzwischen längst entfallen ist. Aber ich habe die Geschichte nie vergessen, liegt viele Jahre zurück, dass ich sie gehört habe, 73, ungefähr 25 Jahre zurück, dass ich diese Geschichte gehört habe. Es ist also mit großer Vorsicht zu benutzen, der Lebenserwerb. Aber nicht nur auf dieser groben Ebene, ganz grobe Ebene, die ich da erzählt habe, sondern es gibt ja viel subtilere Fallen, die uns gestellt werden in unserem Lebenserwerb. Und eine der subtilsten Fallen, die uns gestellt wird, und die bei, möchte ich sagen, jedem der Fall ist, ist, dass man durch seine Fähigkeit, die man sich durch Lernen erworben hat und dann durch die Praxis, eine gewisse Ich-Bestätigung bekommt. Dass man also zeigen will, durch den Lebenserwerb, wie gut man es kann. Vollkommen natürlich, ne? Macht doch jeder. Da ist dann die Frage, ist jeder glücklich? Und wenn die Antwort darauf ist, nein, dann soll man sich nochmal überlegen. Das sich selbst darstellen als jemand, der etwas kann und weiß, ist die Falle, die uns am meisten gestellt wird. Denn alle von uns können irgendwas und wissen irgendwas. Was immer es sei. Und wenn wir das nehmen als unsere Bestätigung und als unsere Argumentationsfähigkeit und nicht es benutzen für unsere Liebesfähigkeit, dann haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Obwohl der rechte Lebenserwerb das nicht anspricht. Der spricht nur die Tugendregeln an. So ist es dennoch für einen Menschen, der wirklich praktiziert, von äußerster Wichtigkeit, sich das einmal vor Augen zu halten. Wie weit benutze ich meine Fähigkeiten, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, die Art und Weise, wie ich es mache und wie ich es kann, dazu, um mich selbst zu bestätigen? Wie weit hafte ich an meinen Meinungen darüber? Wie weit hafte ich an meiner Fähigkeit, es besser zu können als andere? Und das ist eine wichtige Untersuchung, die uns allen helfen könnte, einmal auch mehr akzeptierend und tolerant zu sein anderen gegenüber. Das ist auch so eine Falle mit dem Akzeptieren und Tolerant. Ich bin ja so tolerant. Das ist auch wieder nicht. Sondern der andere und ich sind gleich. Da ist kein Unterschied. Der andere versucht sein Bestes, ich versuche auch mein Bestes. Das geht schon eher. Das funktioniert schon besser. Man muss sich ständig daran erinnern. Es ist eine ständige Arbeit der Erinnerung und ein ständiges Aufmerken. Und dieses ständige Aufmerken ist an dem nächsten Schritt zu erkennen, was jetzt zu dem Konzentrationsschritt gehört. Der edle achtfache Pfad besteht aus 3 Teilen. Tugend,
die Konzentration und die Weisheit. Weisheit war am Anfang die Rede davon, rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung. Tugend haben wir jetzt besprochen, drei Teile, rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb. Und die Konzentration fängt an mit rechter Achtsamkeit. Daraus ist übrigens auch zu erkennen, dass Achtsamkeit und Konzentration nicht das gleiche sind, sondern Achtsamkeit führt zur Konzentration. Aber die Achtsamkeit ist das, was es uns ermöglicht, uns selbst kennenzulernen. Und das bringt die rechte Erkenntnis. Denn das, was wir in uns selbst erkennen, das wissen wir von der Welt. Nichts anderes. Unsere Umwelt ist unser Spiegel. Im Spiegel kann man nur das sehen, was davor steht. Nichts anderes. Wir wissen nichts von der Welt, was wir nicht in uns erkannt haben. Es gibt Dinge, die wir in uns nicht tragen, mit denen wir nicht selbst beschäftigt sind. Dennoch können wir sie erkennen, dass sie Möglichkeiten sind, die in einem anderen zu finden sind. Was wir durch unsere eigene Untersuchung erkennen, nur das wissen wir. Die Achtsamkeit bedeutet, dass wir auf uns selbst aufpassen. Nicht ab und zu einmal, sondern die ganze Zeit. Und dieses Selbstaufpassen, auf uns selbst aufpassen, bringt dann mit sich, dass wir die Fallen erkennen, die uns überall gestellt werden, für unsere Ego-Behauptung. Und Ich-Illusion und Ego-Behauptung bedeuten nicht, dass wir selbstsüchtig sind, egozentrisch. Das wird oft missverstanden. Natürlich ist jeder Mensch, der das Ich mit sich trägt, egozentrisch. Aber es bedeutet nicht, dass wir nicht mal was von unserer Schokolade abgeben. Und es bedeutet nicht, dass wir nicht mal bereit sind, jemand anders zu helfen. Überhaupt nicht. Es bedeutet nur, dass wir all das, was wir erleben oder erleben wollen, dazu benutzen, um unser Ich zu stärken. Um eine solidere Position zu finden. Und diese solidere Position ist die Problematik der Menschheit. Weil sie eine Illusion ist, sie ist nicht zu finden, muss ständig erneuert werden und ständig auf der Suche nach ihr, stoßen ständig bei anderen an, die auf derselben Suche sind. Und daher ist das die Problematik. Sie ist aber schwer erkennbar. Und vor allen Dingen, wenn man sich noch lange nicht lange genug damit beschäftigt hat, überhaupt nicht erkennbar. Sondern der Geist sagt, na, so machen es doch alle. Ja, machen es denn alle richtig? Der spirituelle Weg ist 180 Grad umgedreht von dem materiellen Weg, von dem Weg der Welt. Die Welt als solche hat, die Menschheit in der Welt, hat sich etwas zusammengebastelt, was auf dieser Ich-Illusion aufgebaut ist, mit der wir alle behaftet sind, und was diese Ich-Illusion stärken soll. Und daher ist die Welt so, wie sie ist. Überall Schwierigkeiten. Wenn wir das in uns erkennen und auch nur ein ganz wenig loslassen können, haben wir schon ein ganz wenig Leichtigkeit gefunden. Erleichterung. Und darauf kommt es an. Je schwerer und beschwerter wir uns fühlen, desto falscher ist es. Je erleichterter und leichter wir uns fühlen, desto richtiger ist es. Aber nicht euphorisch. Und nicht, weil wir das bekommen, was wir haben wollen. Das hält immer nur noch nicht einen halben Tag an. Sondern, weil wir unsere solide Position, diese Festigkeit der Position etwas aufgegeben haben. Je solider und je fester diese Position ist, desto schwieriger und schwerer fühlt man sich. Angeklebt, anhaftend. Achtsamkeit ist das einzige Mittel, um dahinter zu kommen. Genau aufpassen.
Nicht einfach. Wir lernen die Achtsamkeit in der Meditation. Wir müssen sie tagtäglich benutzen, immerzu, solange wir uns erinnern. Nicht nur, damit die Meditation funktionieren kann, die kann nur funktionieren, wenn wir tagsüber achtsam waren, sondern überhaupt, um diese Selbsterkenntnis einmal zu bekommen. Wenn wir die Erkenntnis des Selbst bekommen, sieht die ganze Welt anders aus. Da brauchen wir nirgendwo speziell hinzugehen, wir brauchen nichts Spezielles zu tun, wir brauchen nur alles zu erkennen, was in uns sich abspielt. Und es ist ein Spiel, was wir spielen. Und wenn wir es eines Tages durchschaut haben, dann müsste man annehmen, dass man darüber lächelt. Und die, die es wirklich durchschaut haben, die lächeln dann auch. Und der Gedanke ist auch, dass ich das nicht schon längst erkannt habe. Es ist doch klar. Und dennoch, es steckt viel Mühe dahinter. Die Achtsamkeit steht immer beim Buddha an erster Stelle. Hier ist sie allerdings der sechste Schritt. Aber sie steht an erster Stelle von den sieben Erleuchtungsfaktoren. Sie ist ein Grundbegriff, der aufpassen heißt, sie ein Gefühl für sich selbst zu erlangen, wo man spürt, was in einem vorgeht und nicht mehr darauf pocht, dass das in einem vorgeht, sondern man spürt, was da vorgeht. Das wäre genug für einen Abend. Wir werden nächsten Mittwoch noch weiter von den letzten Teil des achtsamen Pfades sprechen, von dem Teil der Konzentration, rechte Achtsamkeit, die da drin wieder ein Teil davon ist, und vor allen Dingen die rechte Konzentration, die der Hauptteil von diesem dritten Teil ist. Aber jetzt ist einmal Zeit, Fragen zu stellen, wenn jemand Fragen hat. Zum Karma und zu den Karma-Früchten hätte ich da eine Frage. Ja. Er kann unter Umständen, ich weiß, das ist also nicht konform, glaube ich, mit der Buddha-Lehre, aber trotzdem frage ich mich aufgrund von einer bestimmten Erfahrung, ob ein Mensch für einen anderen unter Umständen selber gutes Karma macht, aber die Früchte selber nicht erlebt, ob er die am anderen übertragen kann. Also bei mir ist es so, mein Vater zum Beispiel, der war also ein viel besserer Mensch als ich, ja, und hat also wirklich sehr gutes Karma gemacht, ist allerdings sehr jung im Krieg gefallen. Ja. Der hat also von seinem Karma vielleicht nur 10% geerntet, jedenfalls auf der weltlichen Lebe. Und bei mir ist genau umgekehrt. Ja. Ich habe es vielleicht 10-mal so viel bekommen, als ich verursacht habe. Ja. Und da frage ich mich manchmal, ob nicht ich die Früchte vom Karma meines Vaters ernten kann. Kann einer für einen anderen nach seinem Tod noch irgendwas bewirken? Das schon, aber die Karma-Früchte, die du erlebst, sind die Karma-Früchte, die in deinem Bewusstsein vorhanden sind. Und dieses Bewusstsein ist nicht nur in diesem Leben. Also, wenn es dir jetzt gut geht, besser als du glaubst, dass es dir gehen sollte, dann sei dankbar und mach gutes Karma, damit es weiter so geht. Dass der Vater einem dein Karma sozusagen überschreibt, das geht nicht. Man kann, wenn jemand tot ist, kann er trotzdem noch eine Verbindung haben zu dieser Welt, vor allen Dingen, wenn ihn die Angehörigen nicht losgelassen haben. Dann ist eine Verbindung vorhanden. Aber die karmischen Früchte sind immer die eigenen. Und die kommen auch aus anderen Leben. Und die Dankbarkeit, die man haben kann, ist ein sehr gutes Karma. Und weiter sich damit beschäftigen, das gute Karma zu machen. Denn auch das ist ja erschöpfbar. Es kann ja aufhören. Es ist ja nicht unerschöpflich. Aber dass der andere das macht, das ist nicht möglich.
Was geht's noch? Noch irgendwas? Das heißt, dass ich das, was ich jetzt erlebe, basiert quasi auf dem Karma, das ich jetzt oder in der Vergangenheit aufgebaut habe. Ja, es muss aber nicht im anderen Leben sein, es kann in diesem Leben sein. Im Allgemeinen ist es in diesem Leben aufgebaut. Alles, was man erlebt. Wie bitte? Es ist wie ein Pendel, das zurückschlägt, das Karma. Kann man es damit vergleichen? Ja. Ja. Ich habe es mit einem Bumerang verglichen. Kennst du einen Bumerang? Ja, ja. Dann schmeißt man in die Luft, da kommt angeblich auf dich zurück. Muss man aber wissen, wie man es macht. Aber ein Pendel ist auch gut. Ist auch ein gutes Beispiel. Kann man auch verwenden. Ja. Die Geschichte, die du erzählt hast, wo der Mann, wo man davon ausgeht, dass der Mann als Schweinehirte geboren wird, das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ein Mensch nicht mehr als Tier wiedergeboren werden kann. Das ist ein falscher Ausgang. Man erinnere sich an Menschen, von denen wir wissen, dass sie Gräueltaten begangen haben, die nicht mehr menschlich waren. Wieso sollten die als Menschen geboren werden? Also viel größere Gräueltaten, als was dieser Metzger da gemacht hat. Noch etwas? Ja. Die dann als Tiere geboren werden, das klingt ja so, als wenn Tiere dann minderwertiger wären. Sie sind auf einer niedrigen Bewusstseinsebene. Von minderwertig ist überhaupt nicht die Rede. Die Bewusstseinsebene ist nicht die gleiche. Ich glaube, das ist deutlich erkennbar. Auch ein Tier kann natürlich als Mensch geboren werden. Gar keine Frage. Die menschliche Ebene ist in des Buddhas Kosmologie die fünfte von unten. Darunter ist die vierte, sind die Tiere. Dann das dritte darunter sind die Titanen. Dann kommen die hungrigen Geister und dann unten ist die Höllenebene. Weil wir die fünfte von unten sind und da es im Ganzen 31 Ebenen gibt, wenn man sich das vor Augen hält, wird man sich vielleicht nicht mehr wundern, was sich hier alles abspielt. Aber man kann raus. Ja. Ich habe schon einen Kater. Und könnte ich denn jetzt dazu, kann ich da was tun, dass der vielleicht nicht so unter den besten Bedingungen, die diese Katze erleben kann, ist es dann der Katze möglich, irgendwas zu unternehmen. Vielleicht, wenn sie weniger Vögel tötet. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit aussagen. Wie kann man denn als Tier überhaupt diese Ebene wieder verlassen? Wie man das kann? Ja, das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Aber es ist möglich. Alle Ebenen sind vergänglich. Alles. Alles ist vergänglich. Aber es ist schwierig. Deswegen soll man sich vorsehen. Wenn man schon das Glück gehabt hat, als Mensch geboren zu werden, soll man sich vorsehen. Man soll vorsichtig sein mit diesem großen Geschenk einer menschlichen Geburt und sie so verwenden, dass man keinen Tag verschwendet. Oder auch überhaupt nichts verschwendet, sondern Gutes tut, Gutes Karma macht. Wir können aufstehen und die Beine strecken. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente.
Wir wollen uns vorstellen, dass wir eine wunderschöne, schneeweiße Lotusblume in unserem Herzen wachsen haben, die sich allmählich vollkommen öffnet. Und aus der Mitte dieser Lotusblume kommt ein goldener Lichtstrahl, der uns von Kopf bis Fuß anfüllt und umhüllt mit Licht und Wärme, Geborgenheit. Der in unserem Herzen alle Ecken und Winkel erleuchtet und nur Reinheit zum Vorschein bringt. Und jetzt lassen wir den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu demjenigen ausstrahlen, der uns hier am nächsten sitzt, und füllen ihn mit Licht und Wärme und der Reinheit und Liebe unseres Herzens. Als Geschenk, ohne eine Gegengabe zu erwarten. Und wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Und lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu deren Herzen ausstrahlen. Und füllen sie mit dem Schönsten, was wir zu verschenken haben. Der Liebe und Reinheit unseres Herzens. Und sehen deutlich, wie sie das beglückt. Und wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammen leben. Lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu deren Herzen strahlen. Und füllen sie und umhüllen sie mit Licht und Wärme und Liebe. Schenken ihnen die Reinheit unseres Herzens, ohne eine Gegengabe zu erwarten, als reines Geschenk.
Wir denken an unsere Freunde, an Bekannte und Verwandte, wer immer uns da in den Sinn kommt. Der goldene Lichtstrahl aus unserem Herzen, der zu ihren Herzen ausstrahlt, bedeutet unser Gefühl der Zusammengehörigkeit, unser Gefühl der bedingungslosen Liebe und Freundschaft, das Verschenken wollens, unserer Liebesfähigkeit. Und wir sehen deutlich, wie das diese Menschen beglückt und erfreut. Und wir dadurch Glück und Freude um uns verbreiten. Und wir denken an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen, die wir oft sehen oder sprechen, sowie unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Patienten, Schüler, Verkäufer, Postboten, Menschen auf der Straße, in den Geschäften, in den Büros. Wer immer uns in den Sinn kommt, wer einen wichtigen Teil unseres täglichen Lebens ausmacht. Und unser Herz öffnet sich und lässt den goldenen Lichtstrahl zu deren Herzen strahlen, bringt ihnen die Licht, das Licht und die Wärme unseres Herzens. Schenkt ihnen unsere Herzenswärme. Und jetzt denken wir an einen schwierigen Menschen in unserem Leben. Jemand, den wir ablehnen oder der uns ablehnt, über den wir uns geärgert haben oder der sich über uns geärgert hat, mit dem wir Argumente gehabt haben, dessen Ansichten wir nicht teilen. Irgendjemand, einer oder mehrere, den wir schwierig finden. Und wir lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens auch zu diesem Menschen ausstrahlen. Und schenken ihm Liebe und Wärme, Zuneigung, Akzeptanz und spüren, wie die Schwierigkeit von unseren Schultern abgleitet. Und unser Herz sich leichter fühlt.
Und jetzt öffnen wir unser Herz ganz weit. Lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte des Herzens zu allen Menschen strahlen, nahe und fern. Der unsere Herzenswärme zu ihnen bringt, die Zusammengehörigkeit zeigt, uns verbindet. Zuerst lassen wir den goldenen Lichtstrahl zu all denjenigen ausstrahlen, die hier versammelt sind. Und fühlen uns eng verbunden durch die spirituelle Praxis, die wir teilen. Und können dadurch auch lieben und akzeptieren, weil das Wichtigste im Einklang ist. Und jetzt lassen wir den goldenen Lichtstrahl weiter und weiter in die Ferne gehen, zu den Menschen ringsherum her, wie ein goldener Fluss, der über seine Ufer tritt und überall Menschenherzen berührt mit Wärme und Liebe, Freundschaft und Zuneigung, Zusammengehörigkeit, ein Gefühl der Verbundenheit, der Gemeinsamkeit. Wir lassen es immer weiter und weiter fließen, soweit die Kraft unseres Herzens reicht. Zu den Menschen in den Dörfern und Städten, der Umgebung und immer weiter. Über das ganze Land, die angrenzenden Länder, über die Ozeane, zu den Menschen in den fernen Ländern. Der Wärme unseres Herzens sind keine Grenzen gesetzt. Wir können sie fließen lassen, soweit es uns möglich ist. Wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst und fühlen uns beglückt durch das Licht und die Wärme, die in unserem Herzen zum Vorschein gekommen ist. Wir füllen uns mit dem goldenen Lichtstrahl, umhüllen uns damit, fühlen die Reinheit des Herzens, die in uns lebt. Und jetzt lassen wir den goldenen Lichtstrahl zurückgehen in die Lotusblume, die sich wieder schließt. Und wir verankern diese herrliche Blume in unserem Herzen, so dass sie eins damit wird und wir jederzeit Zugang zu ihr haben. Mögen alle Menschen die Reinheit und Wärme ihres Herzens
erleben, erkennen und verschenken.